Ja. Na ja, jetzt muss ich aufpassen. Hallo, Chef. Was willst du, Krieger? Ich will nochmal versuchen. Versuchen wir es nochmal. Ehrenvolle Masas. Jojo. Mal schauen, wie gut du jetzt schießt. Was zum... Ups, lass mal einen Profi ran. Mit einem Schuss ins Schwarze würdest du den Wettkampf gewinnen. Schön. Dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Schön den Bogen spannen. Zielen und Feuer. Masas hat gewonnen. Ja. Aber nur mit Glück, oder? Okay, okay. Bis später dann. Auf bald, Krieger. Das heißt, wir müssen den Schild ein bisschen drehen. Mit sowas gebe ich mich nicht ab. Der Schild ist nicht einmal magisch. Ja, aber du kannst ihn drehen. Wir müssen jetzt quasi probieren, wo dann der Fall hinkommt. Hallo, Chef. Was willst du? Deshalb werde ich jetzt einfach abkürzen. Versuchen wir es noch. Ehren. Ja, ehrenhaft, ehrenhaft. Wir wissen es. Daneben. Was zum... Ups, lass mal einen Prof... Mit einem Schuss in... Okay. Und wird Nate es diesmal hinfeuern? Mal schauen. Masas hat gewonnen. Aber nur mit Glück. Jetzt ist schon mal bei der Falle. Bis später dann. Auf bald. Jetzt müssen wir die Pfanne sieht noch recht gut aus. Ja, ja, dreh die Pfanne. So. Hallo, Chef. Was willst du? Versuchen wir es noch. Ehre. Ja, ja, wir wissen's. Wir wissen das. Was zum... Ups. Mit einem Schuss... Ja, mit einem Schuss ins Schwarze würde er gewinnen. Wir wissen das. Also, los geht's. Wieder schön brav zielen und Schuss. Masas hat gewonnen. Aber nur mit Glück, oder Sasi? Was? Ja, ja. Bis später dann. Auf bald. Jetzt müssen wir den Wok drehen. Oh. Das ist so eine Art Bratpfanne aus... Ja, ja, wir wissen's. So. Lass uns beten, dass es jetzt hinhaut. Hallo, Chef. Was willst du? Nochmal. Versuchen wir es noch. Ehre. Jetzt muss es aber mal klappen. Was zum... Ups. Mit einem Schuss in... Los, Nate. Schick den Pfeil endlich ins Schwarze. Masas hat ge... Aber nur mit... Okay. Bis später dann. Auf bald. Direkt ins Zelt ist gegangen, Mist. So, jetzt aber. Hallo, Chef. Was willst? Versuchen wir es nochmal. Ehren. Mann. Was? Na ja, das mit einem Schuss in... Los, lass es endlich ein Schuss ins Schwarze sein, bitte. Der Mensch hat die Prüfung der Geschicklichkeit gewonnen. Juhu. Unmöglich. Ich habe gesprochen. Der Mensch gewinnt. Auch den zweiten Wettkampf. Juhu. Das ist nicht ich. Oh, heulst du gleich? Der schöne Bogen. Kommt nach vorne zum Tor für den dritten und letzten Wettkampf. Alles klar. Das dürfte doch leicht werden. Wollen wir den Wettkampf nicht einfach an dieser Stelle beenden? 0-2 ist besser als 0-3, weißt du? Ich werde diesen Wettkampf gewinnen und mir mein Drittel des Preises holen. Ich will den Kopf. Wie kommst du auf die Idee, du würdest diesen Wettkampf gewinnen? Bisher waren deine Leistungen eher mittelmäßig. Oh. Ich ziehe mein Handicap zurück. Was? So sei es. Was? Du hast nun nicht mehr beliebig viele Versuche. Oh nein. Wer dieses Rennen gewinnt, gewinnt den Wettkampf. Ich werde hier auf dich warten. Mit meinem Drittel des Preises in Händen. Aber...
Ein Wettlauf stellt die Prüfung der Geschwindigkeit dar. Lauf von hier bis auf die Spitze des Berges dort hinten. Oh Gott. Ich werde euch beobachten. Wer als erster zurück hier im Lager ist, hat gewonnen. Das kann alles schön und gut, aber ich glaube, ich brauche da noch... Los! Wenn dir der Preis etwas bedeutet, bist du am besten vor ihr wieder hier. Oh Mann. Nun lauf, Nate. Lauf, lauf, lauf. Später. Vermutlich zu spät. Oh nein. Ich konnte nicht. Nun komm schon, Mensch. Nur noch wenige Meter und du hast gewonnen. What? Was? Du führst! Aber Sasi? Die ehrenwerte Marsas ist noch nicht zurückgekehrt. Na sowas. Lahme Sau. Damit steht es dir und deinem Preis frei zu gehen, wohin ihr wollt. Du Subi. Bist der Sieger des Kriegerwettkampfes. Erst der Gnom, dann die Flucht. Vielleicht willst du noch etwas auf deinen Sieg trinken? Oder willst du lieber sofort fliehen, bevor Marsas zurückkehrt? Ach, das ist doch schön. Wir haben gewonnen. Ausnahmsweise aber ohne Schummeln. Wir sollten uns verdrücken, bevor Marsas zurückkehrt oder der Kuttenträger Ärger macht. Was ist mit der Kiste? Das ist meine. Die hab ich gefunden. Ach Mann. Aber... Herr Häuptling, Sie sprachen eben von einem Trunk, mit dem wir auf meinen Sieg anstoßen könnten. Ja, wir könnten... Lassen Sie uns gehen. Wilbo, du bist noch zu klein. Warte hier. Verstanden. Alles klar. Lenk du mal schön den Ork-Häuptling ab. Wir müssen jetzt also irgendwie das Artefakt sichern. Na, der Gnom! Ich heiße Wilbur. Wilbur Wetterquarz. Meister Wilbur Wetterquarz. Und du stiehlst doch nicht von meinen Sachen, oder? Nein. Mm-mm. Ich behalte dich im Auge. Ach, sieh einer an. Ned kippt heimlich das Zeug weg. Hallo. Ein Gnom. Ja, sind wir nicht nett. Sie haben meine Kiste geklaut und ich will sie zurück. Ich habe die Kiste gefunden. In deinen Händen. Und was man findet, darf man behalten. Alte Ork-Weisheit. Was muss ich tun, um sie zurückzubekommen? Ein etwa 2 Meter großer Klingenmeister werden, der mich im Kampf besiegt. Wenn ich wüsste, welche 3 Prüfungen ich dafür erledigen muss, hätten sie jetzt ein Problem. Wie genau funktioniert dieser Bannkreis in Ihrem Zelt? Planst du etwa einen Diebstahl, mein Kleiner? Das würde ich dir nicht empfehlen. Das ist die neueste Bannkreistechnologie. Hat mich einen kleinen Sack Gold gekostet. Aber dafür muss ich mir nie mehr Sorgen machen, dass andere Orks meine Schätze stehlen. Kann ich mal sehen? Warum nicht? Das Passwort kenne nur ich. Na gut. Dann müssen wir auch ein Passwort herausfinden, oder was? Und Captain Nate hat wirklich den Wettkampf gegen Marsas gewonnen? Ja, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Er hatte eine Menge Glück, würde ich sagen. Ich an eurer Stelle würde mich aber bald auf die Socken machen. Mit Marsas ist nicht zu spaßen. Und unter uns, dieser Kapuzenträger, er ist auch nicht gerade freundlich gesinnt. Danke für die Warnung. Ich muss weiter. Nur zu. Na, dafür war aber sehr freundlich, finde ich. Na gut. Das könnte zu dem Wettkampf gehören, von dem Captain Nate erzählt hat. Aber? Vorne kann ich nichts Interessantes entdecken. Und hinten? Na, hinten garantiert. Guck nach hinten. Hey, hier ist etwas. Ein Stein. Supi. Seltsam. Es ist, als würde der Stein an der Zielscheibe festkleben. Vielleicht zieht er Stroh an? Nein, er zieht Metall an, Wilbur. Wo ist Georg hin? Das ist ein bemalter Holzstamm. Keine Ahnung, was das darstellen soll.
Na gut, gucken wir mal die Bannkreisverpackung an. Die Packung zeigt einen Einbrecher, der K.O. mit verdrehten Augen auf dem Boden liegt und sabbert. Und was steht hier? Das Do-It-Yourself-Bannkreis-Set schützt alles, was Ihnen lieb ist. Enthält Kreide, eine bunte Anleitung, sowie die Bestandteile der Notfallkopfabschirmung. Hier sind eine Bauanleitung und zusammengefaltete Mithrilfolie. Aber keine Kreide. Interessant. Die Packung zeigt einen Einbrecher, der das Do-It-Yourself... Okay, mehr hat er nicht. Aber irgendwas brauchen wir noch. Moment, ich glaube, ich habe eine Idee. Wir bräuchten doch sowas wie ein Seil. Und die haben doch Strickzeug da drin. Bestimmt können wir etwas von dem Zeug nehmen. Ein geflochtener Korb. Mal sehen. Halbfertige Socken und Topflappen, Nadeln, Wolle, Org-Strickzeug. Nett. Aha. Viele wissen heute nicht mehr, dass Orks das Stricken erfunden haben. Genau wie Bridge und das Köpfe auf Lanzen stecken. Interessant. Ja, das Köpfe auf Lanzen stecken, das konnte ich mir schon denken, aber Stricken und Bridge haben die auch erfunden? Interessant. Hast du was mitgehen lassen? Nein. Vielleicht die Kiste, die ich bei dir gefunden habe? Nein. Also gut. Was denkt der nur von uns? Also wirklich. Ich habe den Zauberstein am einen Ende des Fadens festgebunden. Super. Na dann angeln wir uns die schöne Antenne, sobald ich sie habe. Das ist ein gebogener Draht. Vielleicht eine Art Vogelscheuche. Das ist eine Antenne, Kleiner. Das du nicht nehmen kannst, okay? Da lesen wir halt die Anleitung. Hier steht, wie das System funktioniert. Wurde der Kreis korrekt auf den Boden gemalt und wurden alle Zauberformeln gesprochen, so ist der Schutz aktiv. Versucht nun jemand, den Kreis zu betreten, ohne an das zuvor gewählte Passwort zu denken, trifft ihn der böse Blick aus dem Himmel. Er wird die Gedanken des Diebs verwirren und Kontrolle über seine Handlungen übernehmen. Das System ist narrensicher. Wer nicht an das Passwort denkt, wird vom bösen Blick getroffen und ausgeschaltet. Interessant. Ah, jetzt können wir. Sophie. Mit dem Stein als Gewicht könnte es funktionieren. Eher mit dem Magneten könnte es funktionieren. Er scheint auch Metall anzuziehen. Ach echt, Kleena. Na dann, bau den bösen Blickschutz. Ich biege den Draht so, wie das Gestell in der Anleitung aussieht. Jetzt noch die Mithrilfolie darüber. Fertig. Okay, das sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Topan und Küchensieb, aber na gut. Wenn es klappt, dann klappt das vielleicht. Also gut. Auf geht's. Es funktioniert. Oh nein. Warum passiert nichts? Ich muss zufällig an das richtige Passwort gedacht haben. Gedacht habe ich... Scheiße. Naja, was man halt so denkt, wenn man stolpert. Sag ich ja, scheiße. Funktioniert wirklich. Da wissen wir ja, was der Orkhäuptling gedacht hat. Aber ich fürchte, wir können das nicht mitnehmen. Der Orkhäuptling würde es sofort merken. Also? Brauchen wir Hilfe? Ja, und wen kennen wir hier noch, der angeblich alles kann? Ja, die Termiten natürlich. Seltsam. Wer diesen Erdhügel wohl gebaut hat? Vielleicht so etwas wie ein Murmeltier? Murmeltier? Diese elenden Säugetiere wären dazu überhaupt nicht in der Lage. Ein Erdhügel, der sprechen kann? Noch einer von den ganz Schlauen. Wir sind Termiten, du Nulpe. Ich bin ein Gnom. Nulpen haben runde Ohren und sind etwas größer als Gnome. Sieh uns aus der Sonne, Warmblüter! Na gut. Vielleicht können die Termiten mir mit dem Kästchen helfen. Sonst weiß ich auch nicht mehr weiter.
Entschuldigung? Der Zweibeiner ist zurück. Der kleinere von beiden. Habt ihr vielleicht eine Idee, wie ich eine kleine Truhe aus dem Zelt des Ork-Häuptlings holen kann?